About 2 months ago, I saw the video game Night Trap for the first time. It is a sick, disgusting video game in my judgment. It's an effort to trap and kill women. Da habt ihr selber gehört, Night Trap ist ein krankes und ekelhaftes Videospiel, hört sich vielversprechend an und ist im Prinzip die Blaupause für dieses Format hier, DRGSS, das richtig geile Scheißspiel. DRGSS, das richtig geile Scheißspiel. Night Trap erlangte hauptsächlich in den Vereinigten Staaten eine skandalumwogene Bekanntheit, weil es Mittelpunkt einer Kontroverse um Gewalt in Videospielen war. Der Vorwurf damals war, das Spiel fördere sexuell aufgeladene Gewalt gegenüber Frauen. Der ganze Skandal gipfelte dann damals in einer Senatsanhörung und hatte nichts weniger zur Folge, als dass man aufgrund des Spieles und natürlich noch ein paar anderer Vertreter das Entertainment Software Rating Board, ESRB, in den Vereinigten Staaten gegründet hat. Das ist im Prinzip das US-Pendant zu unserer USK. Also eins kann man schon mal sagen, Night Trap hat einen ordentlichen Fußabdruck in der Geschichte der Videospiele hinterlassen. Und man könnte es vielleicht als den Ozzy Osbourne der Videogames bezeichnen. Erstmalig 1992 für das Sega Mega CD veröffentlicht, als die CD gerade begann, ihren Siegeszug als Spielemedium der Zukunft anzutreten. 2017 wurde dann noch eine remasterte und überarbeitete Version veröffentlicht, die jetzt noch einmal von Limited Run Games in der remasterten Fassung aller Fassungen veröffentlicht wurde. Und auch ich die Möglichkeit habe, einen der kontroversesten Titel der Videospielgeschichte nachzuholen. Obwohl viel Videospiel ist in Night Trap gar nicht vorhanden. Eigentlich lässt sich das komplette Game über das Steuerkreuz und 3 weitere Tasten absolvieren und ist schon nach nicht mal 30 Minuten durchgespielt, wenn man es denn bis zum Ende schafft. Wir sitzen als Operator in einem Überwachungsraum und haben Zugriff auf 8 stationäre Kameras, die ein klassisches amerikanisches Vorstadthäuschen überwacht, wie man es aus unzähligen Serien und Filmchen kennt. Night Trap ist also ein klassischer Vertreter der sogenannten FMV Games, dem sogenannten Full Motion Video. Heißt also nichts anderes, als dass wir uns einzelne Filmszenen angucken, in denen wir an bestimmten Stellen interaktiv eingreifen können. Zur Story will ich jetzt mal nicht allzu viel verlieren, die ist super dünn, kommt zwar mit ein paar Wendungen daher, aber wer auf 80s Slasher-Movies steht, die super cheesy daherkommen, also der kann ja unbedingt mal einen Blick riskieren und ich stehe total auf so einen Scheiß. Und außerdem lässt ja auch schon das grottige Cover so ein bisschen was bezüglich der Story erahnen. Aus einem hier nicht weiter erklärten Grund werden in besagtem Haus diverse sexy Teenager von den schwarz gekleideten Bösewichtern verfolgt und attackiert. Uns obliegt es nun, diese Kreaturen per simplen Tastendruck in vorinstallierte Fallen laufen zu lassen. Wir orientieren uns also an den 8 Kamera-Preview-Monitoren, auf welchem Bildschirm etwas passiert, schalten auf die entsprechende Kamera und aktivieren im richtigen Moment die Falle. An bestimmten Stellen im Spiel wird ein farblicher Sicherheitscode randomartig geändert. Das heißt, man muss erst einmal rausfinden, in welcher Szene das passiert, dort auf die richtige Kamera schalten, dem Filmchen lauschen und dann den Farbcode manuell anpassen. Zum Glück passiert das immer an denselben Timestamps. Let's go down to the control room. Maybe Tony has seen Augs. Gotcha. I'd feel better if we switched the code again to blue. We don't want anyone else to get control. Ein einziger Checkpoint wurde dem Spiel spendiert, haben wir es also bis Minute 13 und 51 Sekunden geschafft, brauchen wir das Spiel nicht wieder neu starten, sondern können circa ab der Hälfte weitermachen. Sämtliche Fallen müssen diverse Male ausgelöst werden, sodass man für den finalen Showdown bestens gewappnet ist. Allerdings können wir auch Fallen falsch auslösen, beziehungsweise haben wir eine Falle im vorherigen Spielverlauf nicht aktiviert, kommen wir später nicht weiter und müssen neu starten. Trial and Error in seiner reinsten Form. Ich sag mal, nach circa 3 Stunden habe ich den Abspann gesehen, allerdings nicht viel von der eigentlichen Story mitbekommen. Ist aber auch nicht schlimm, denn das Spiel kommt mit einigen richtig coolen Special Features daher, von denen einige nur nach Abschluss des Spiels bzw. nach einem perfekten Run freigeschaltet werden. Unter anderem werden wir mit einer kurzen, aber wirklich sehenswerten Dokumentation belohnt, die auch den damaligen Skandal behandelt, sowie eine Version der ursprünglichen Spielversion. Außerdem können wir uns das ganze Geschehen auch als Film angucken, um die Story zu schnallen, die uns in der spielerischen Hektik entgangen ist. Aber warum ist Night Trap nun ein richtig geiles Scheißspiel? Ganz einfach.
spielerisch wenig, schauspielerisch unterste Kajüte und ständig durchbricht das Game die vierte Wand, sprich, wir werden andauernd von den Akteuren direkt angesprochen. Ob man irgendeinen von den Schauspielern kennen könnte, hätte ich mir fleißig ergoogeln können, aber rein optisch ist mir von denen noch keiner vor die Linse gelaufen. Night Trap ist Trash der allerersten Güte, ein spielbarer Schläferz sozusagen, und das macht es so charmant. Würden also Oliver Kalkofe und Peter Rütten ein Schläferz-Pendant für Videogames machen, dann kämen sie natürlich um Night Trap nicht herum. Ein für die damaligen Verhältnisse super ambitioniertes Projekt, dem man schlicht für seine Pionierarbeit im FMV-Horror-Adventure-Genre danken muss. Klar, man sollte einen ausgeprägten Fable für 80s Trash und B-Movies haben. Aber wer das mitbringt, erlebt hier einen 80s Flashback der Sonderklasse. Wer Horror-Slasher der schlechteren Machart mag, sollte hier unbedingt in irgendeiner Form zugreifen. Oder sich einfach mal die Mini-Doku gönnen. Ich klopp den Link mal in die Videobeschreibung, Qualität ist allerdings nicht ganz so dolle. Night Trap ist und bleibt nichts anderes als Kult. Außerdem hat das Game einen super catchigen Titelsong spendiert bekommen, den man einfach nicht mehr aus der Rübe bekommt. Also jedem 80s Trash Slasher Fan ist Night Trap ans Herz gelegt. Das könnt ihr unbedingt mal auschecken. Und ist, was die Videospielgeschichte angeht, auch ein extremer Vertreter, was das Thema Gewalt und Indizierung angeht. Ich sag nur ESRB und USK. Night Trap ist mit dafür verantwortlich. Checkt das Ding aus. So, am Ende gibt es hier mal ein Bierchen. Das habe ich mir jetzt auch redlich verdient. Heute gibt es ein... Was haben wir hier? Keine Ahnung. Auch aus Spanien von Anja und Christian bekommen. Schimpft sich Espinalo. Cerveza de Taberna. Keine Ahnung. Ist noch gut 5%. Ich wünsche euch was. Wieder so leicht pale-ale-ig. Was soll's? Reingehauen. Night Trap. Watch out behind you, Night Trap.